willkommen beim 7 Meter. Die All-Star-Wahl läuft und wir haben in den Clips mitgespielt. Hier kommt das Making-of. Gensheimer, Wiencheck, Lemke. Wo die Namen der deutschen Nationalspieler draufstehen, stecken sie einen Tag lang allerdings nicht drin. Dennoch kommen die Kids der E-Panthers des TSV Bayer Dormagen ganz nah an ihre Idole ran. Der Grund ist eigentlich ganz einfach. Ja, unsere Kids haben sich hier heute als Nationalmannschaft verkleidet und drehen eben ein paar Clips, um das All-Star-Game zu bewerben. Und ich denke, es ist eine sehr tolle Aktion für die Kids, auch mal in die Trikots der Großen zu schlüpfen. Und das macht allen, glaube ich, auch sehr viel Spaß. Ich bin Uwe Gensheimer. Ich bin Steffen Feeth. Ich bin Tobias Reichmann. Wenn die Nationalmannschaft im Terminstress ist, muss eben der Nachwuchs ran, um die Fans zu aktivieren. Verkleidet als DAB-Team rufen die kleinen Doppelgänger zur Wahl des All-Star-Teams 2017 auf. Dabei schlüpfen sie nicht nur in die originalen Trikots der Großen. Mit Perücken, Schminke, Klebebärten und detaillierter Feinarbeit ist die Verwandlung in Gensheimer und Co. nahezu perfekt. Die Kids haben sichtlich Spaß an ihrem Aussehen. Es ist halt, weil man das nicht unbedingt so oft macht. Und das macht halt total viel Spaß, mit den Leuten zu kooperieren und hier zu drehen. Nach dem Styling folgt die Action. Die Mini-Bad Boys spielen verschiedene Situationen vor einem wichtigen Spiel der Nationalmannschaft für die Kamera nach. Neben Gruppenaufnahmen bekommt jede Position ihren eigenen Clip. Ob Aufwärmen, Dehnen, Taktikbesprechung oder das letzte Heißmachen, alles ist dabei. Vom Torwart über die Außen bis hin zum Trainer. Die Kids performen wie die großen Vorbilder. Sogar im echten DAB-Bus wird gedreht. Eine ganz besondere Erfahrung. Das ist schon ein tolles Gefühl, wenn man da halt eigentlich nicht rein kann. Und der ist halt von innen total cool. Eine Playstation, Fußlehnen, Tische, eine Kaffeemaschine, einen Drucker und einen Fernseher. Eine Mikrowelle noch. Nicht fehlen dürfen die Fans, für die es standesgemäß natürlich auch Autogramme und Selfies gibt. Mit dabei ist auch ein TV-Team inklusive Handballmoderatorin Annette Sattler. Selbstverständlich ebenfalls als Mini-Double. Das Besondere an der Aktion ist in diesem Jahr wieder, dass Deutscher Handballbund und die DKB Handball-Bundesliga perfekt zusammenarbeiten bei einem super Projekt. Und dieses Mal ist es uns sogar gelungen, was für die ganz jungen Handballspieler auf die Beine zu stellen. Und ich bin ganz gespannt, wie die Fans, die dann ja die Liga-Weltauswahl beim All-Star-Game, für das All-Star-Game wählen werden, wie die darauf reagieren werden. Schnell noch ein Foto als Andenken und am Ende wird stillgestanden für die Nationalhymne. Der Nachwuchs des TSV Bayer Dormagen absolviert alles wie die Profis. Gegen welches Team die Großen beim All-Star-Game in Leipzig auf der Platte stehen, entscheiden die Fans ab jetzt auf der Homepage der DKB Handball-Bundesliga. Hallo auch von mir und vielen Dank an Toske und Janni, dass ihr am Anfang für mich übernommen habt. Wir haben jetzt schon ein bisschen was gesehen, aber Toske, erzähl doch mal, wie war es ein Tag als Annette Sattler? Also das war gut und aufregend als Annette Sattler. Und Janni, du durftest Andreas Wolf sein, wie war das? Also ich fand es cool, auch mal in den Mannschaftsbus reinzugehen und zu gucken, was da drin ist, und das hat sehr viel Spaß gemacht. Uns hat es mit euch auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Und die All-Star-Wahl läuft seit dem vergangenen Montag. Wenn ihr noch nicht abgestimmt habt, dann macht das unbedingt auf der Homepage der DKB Handball-Bundesliga. Und damit ihr auch ganz genau wisst, worum es beim All-Star-Game geht, zeige ich euch das jetzt in dieser Chronik, der neuen Chronik von der Handball-Bundesliga. Passend zum Thema könnt ihr hier alles zum All-Star-Game nachlesen. Ihr erfahrt zum Beispiel, dass der Hexer Andreas Thiel beim allerersten All-Star-Game im Jahre 2000 seinen Abschied von der Handballbühne feierte. Damals spielte dort aber noch eine Nordost gegen eine Südwestauswahl. Erst seit 2005 tritt das HBL All-Star-Team gegen die Nationalmannschaft an. Ja, vielen Dank an Janni und Toske, dass ihr da wart. Und jetzt machen wir weiter mit den Spielzusammenfassungen aus der DKB Handball-Bundesliga. 28:46, das war meine Ansage der SG Flensburg-Handewitt beim TVB Stuttgart. Dieses Spiel und alle weiteren des letzten Spieltags seht ihr jetzt. Ein packendes Duell sahen die Fans in Balingen. Der HBW geriet gegen Aufsteiger Erlangen mehrmals deutlich in Rückstand, kämpfte sich aber immer wieder zurück in die Partie. Letztlich sicherte HC-Torhüter Katsigianis mit einer Parade in den Schlusssekunden den wichtigen 27:28 Sieg für Erlangen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie laut oder wie hektisch es hier werden kann, wenn es am Ende knapp wird. Und das wollten wir eigentlich vermeiden. Haben den Streifen gut gespielt, haben, glaube ich, mit 4-5 Toren geführt. Und dann kommen wir in der entscheidenden Phase ein bisschen ins Schwimmen. Aber trotzdem, dass wir dann noch 2 Punkte mitnehmen, ist ein großer Schritt für uns und zeigt, wie viel Charakter in unserer Mannschaft steckt.
Der THW Kiel bleibt weiter in der Erfolgsspur. In der Sparkassenarena erwischten die Zebras einen guten Start gegen Leipzig. Mit einer 6-Tore-Führung ging es in die Kabinen. Der SCDHFK steigerte sich in der zweiten Halbzeit und machte die Partie wieder spannend. Erst in der Schlussphase setzte sich Kiel entscheidend ab und jubelte über ein 29:25. Klare Verhältnisse in Stuttgart. Die SG Flensburg-Handewitt ließ dem heimischen TVB keine Chance. Von Beginn an dominierten die Norddeutschen die Partie nach Belieben und lagen bereits zur Pause mit 12:24 uneinholbar vorne. Auch Halbzeit 2 gehörte der SG. Am Ende eines Torfestivals verpasste Flensburg nur knapp den Rekord für die meisten erzielten Auswärtstore. 28:46. Wir wollen 60 Minuten Gas geben. Wir brauchen die Tore. Die sind unglaublich wichtig für uns. Und das war gut zu sehen, dass alle waren voll dabei, 60 Minuten. Richtig eng ging es dagegen zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und dem HSC 2000 Coburg zu. Bereits in Durchgang 1 wechselte die Führung ständig. Der Tabellenletzte aus Coburg hielt auch in den zweiten 30 Minuten mutig dagegen und führte sogar kurz vor Schluss. Doch ein Doppelschlag der Recken und eine gute Abwehr rettete am Ende den 29:28 Erfolg für Hannover. In der Nachholpartie von Spieltag 6 trafen Flensburg und Leipzig aufeinander. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase zog die SG kurz vor der Halbzeit auf 14:10 davon. Flensburg nahm den Schwung mit in Hälfte 2 und dominierte weiter das Geschehen. Zudem entschärfte Andersson im SG-Tor zahlreiche Bälle. Am Ende feierten die Norddeutschen einen ungefährdeten 31:23 Sieg. Zum Auftakt von Spieltag 14 war der THW Kiel bei der MT Melsungen zu Gast. Von Beginn an drehten die Zebras voll auf, führten zwischenzeitlich sogar mit 10 Toren. Mit 10:18 ging es in die Pause. Melsungen wachte erst in Halbzeit 2 auf und konnte verkürzen. Doch Kiel verlor nicht die Nerven und brachte das Spiel souverän zu Ende. Letztlich siegten die Zebras mit 23:30. Der Abwehrstand war eigentlich recht gut, haben 2-3 Bälle durch den Block bekommen, wo Johann dann natürlich auch scheiße aussieht, aber ja, ist nun mal so. Ich denke, 2. Halbzeit haben wir einiges gut gemacht, vor allem bei den Zuschauern und für Selbstbewusstsein bei uns natürlich. Mit dem Sieg klettert der THW Kiel auf Platz 1 der Tabelle. Dahinter folgen punktgleich Flensburg und die Rhein-Neckar-Löwen. Berlin ist Vierter. Hälfte 2 führt der HC Erlangen auf Platz 10 an. Melsungen ist Elfter. Auf den Abstiegsplätzen stehen derzeit der TBV Lemgo, der Bergische HC und der HSC 2000 Coburg. So knapp geht es dann doch eher selten zu. In der letzten Spielsekunde hatte der Dessau-Roßlauer HV in Bietigheim die Chance auf Ausgleich per 7 Meter. Ob die Nerven versagt haben oder ob es die Punkteteilung gab, hier seht ihr es. Die Hausherren aus Bietigheim in Rot gingen am Samstagabend als Favoriten in die Partie gegen den HV Dessau-Roßlau. Doch von Beginn an war es ein ausgeglichenes Spiel. Die starke Deckung der Dessauer machte dem Tabellenführer das Leben schwer. Der HV nutzte, wie bei diesem Strafwurf, seine Chancen. Mit einem knappen 13:14 ging es in die Pause. Die zweite Halbzeit ebenfalls hart umkämpft. Bietigheim erarbeitete sich erst in der 54. Minute eine 2-Tore-Führung. Trotz eigener Unterzahl kämpfte sich Dessau noch einmal heran. In der Schlusssekunde hatte Thomas Pawlicek sogar per 7 Meter den Ausgleich in der Hand, scheiterte jedoch an Bietigheims Torhüter Edvardsson, der damit den knappen 24:23 Sieg sicherte. In der Liga geht es weiter und die Frauen-EM in Schweden startet. Wo ihr die Spiele live sehen könnt, das erfahrt ihr hier. Los geht es am Samstag in der Champions League. Der THW Kiel empfängt Wisla Plock ab 17 Uhr live auf Sky. Am Sonntag dann im Free-TV der VfL Gummersbach gegen die Füchse Berlin. Und im Anschluss die Niederlande gegen Deutschland, das EM-Auftaktspiel unserer Frauen im Livestream um 18.20 Uhr. Am Dienstag dann noch einmal die deutsche Mannschaft gegen Frankreich und am Mittwoch die Füchse Berlin gegen die MT Melsungen um 20 Uhr auf Sport 1. Nicht vergessen, die All-Star-Wahl läuft. Stimmt auf der Homepage der DKB Handball-Bundesliga für eure Weltauswahl ab. Wir sind gespannt, wer am 3. Februar dann gegen die Nationalmannschaft auf der Platte steht. Das war's für heute mit 7 Meter. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis bald.